Um 8.45 Uhr am 21. Februar 2020 wurde kurzfristig von dem Förderverein Kreisklinik Wolfhagen zu einer Mahnwache vor dem Krankenhaus aufgerufen. Trotz der frühen Morgenstunden waren die Parkplätze rund um die Klinik belegt und die Autos wurden am Straßenrand Richtung Wolfschenke geparkt. Es geht wieder um den Erhalt der Kreisklinik. Hier könnt ihr sehen und hören, warum es zu einer kurzfristigen Mahnwache gekommen ist. Angeblich zum Schutz der Menschen soll die Klinik wegen Brandschutzgefahr kurzfristig geschlossen werden. Um weiteres zu erfahren, könnt ihr euch dieses Video ansehen. Ich habe es für euch aufgenommen, damit auch die nicht teilnehmen konnten, ein paar Informationen erhalten. Wie man hier sieht, haben doch viele Menschen den Weg schon am hellen Morgen hierher gefunden, da die Klinik uns allen hier im Land sehr wichtig ist. Doch nun zu dem weiteren Verlauf dieser Warnwache. Nein, das nicht. Nein, nein. Ich weiß es aber von einem Bekannten. Hallo. Der hat schon öfters. Ja, Ihnen allen einen wirklich, ich hätte beinahe gesagt, guten Morgen. Vom Wetter her schon, aber die Umstände sprechen eigentlich eine andere Sprache. Der Anlass, der uns jetzt hierher geführt hat, ist kein angenehmer, wie Sie alle wahrscheinlich auf ganz unterschiedlichen Wegen erfahren haben, soll die Klinik geschlossen werden. Eventuell sogar heute, gestern fand, eventuell, das weiß ich auch noch nicht so genau, eine Aufsichtsratssitzung der GNH, also der Gesundheit Nordhessen statt. Die Ergebnisse wissen wir nicht, falls die Sitzung überhaupt stattgefunden hat, das wissen wir eben auch noch nicht. Aber trotzdem gab es verschiedene Wege, auf denen wir diese Information erhalten haben, dass die Klinik hier in Wolfhagen geschlossen werden soll. Es gibt so ein paar Veranstaltungen, die heute auch stattfinden. Zum Beispiel um 12 gibt es in Kassel eine Pressekonferenz. Heute Morgen um 10 ist hier die Personalversammlung, wo wahrscheinlich den Mitarbeitern des Hauses, also unserer Klinik hier in Wolfhagen, entsprechendes mitgeteilt werden soll. Und heute Nachmittag um 16 Uhr sollen die Mediziner, die Ärzte informiert werden. Also, wenn man solche... Ja, ich kann es nicht ändern. Ich habe die Termine, die Uhrzeiten nicht gemacht, aber das sind die Informationen, die wir jetzt erhalten haben. Umso besser finde ich, dass Sie sich aufgemacht haben, hierher zu kommen. Wir vom Förderverein zum Erhalt der Kreisklinik Wolfhagen sind ja immer schon bestrebt gewesen, alles dafür zu tun, dass die Klinik erhalten bleibt. Und ich denke, dass Sie sich heute Morgen hierher aufgemacht haben, ist so auch ein Zeichen dafür, wie wichtig die Klinik Ihnen ist und in welcher Weise die Klinik Ihnen am Herzen liegt. Ich möchte noch eins sagen. Ja. Ja. Also was für mich völlig unverständlich ist, wenn man guckt, in China wird innerhalb von 10 Tagen ein 1000-Betten-Krankenhaus aus dem Boden gestampft, weil man einfach nicht genau weiß, wie geht man mit dem Coronavirus um. Wir wissen auch nicht, inwieweit der Coronavirus uns irgendwie noch angreifen wird oder ergreifen wird. Und auf diesem Hintergrund, weil wir das eben zum Beispiel auch nicht wissen, das ist ja nur ein Indiz oder nur ein Fakt, ein Krankenhaus zu schließen. Also ich finde, das ist einfach eine Katastrophe. Unerhört. Einfach unerhört. Und ich muss sagen, so als Mensch, und ich bin ja 25 Jahre hier Klinikpfarrer gewesen, und ich weiß, welche Bedeutung die Klinik für die Menschen hier hat. Ich weiß auch, gerade für die älteren Menschen, die zum Beispiel hier in unseren Heimen, hier in der Umgegend und hier in Wolfhagen selber untergebracht sind, für die ist diese Klinik eben auch ganz besonders wichtig. Das haben auch immer wieder Mediziner uns gesagt, also weil das Krankenhaus oder die Krankenhäuser in Kassel gar nicht dafür ausgerichtet sind. Und gerade auf diesem Hintergrund eine solche Vorgehensweise von Herrn Geselle, also vom Vorstandsvorsitzenden der GNH, also ich bin einfach tief betroffen und ich muss auch sagen, ich bin schockiert.
dass Menschen und Politiker so vorgehen können in einer Demokratie, ohne sie uns danach zu fragen, was passiert. Wir müssen los. So geht's nicht, so könnt ihr nicht mit den Menschen hier auf dem Lande, im ländlichen Raum, hier in Wolfhagen umgehen. Ja, und mit der Klinik schon mal gar nicht. Gesundheit ist das höchste Gut. Wir haben bis jetzt noch keine Nachricht, was gestern Abend beschlossen wurde. Ja. Es gibt keine Nachricht, weil das stimmberechtigte Mitglied des Landkreises, der Landrat, ist im Urlaub, er ist auf Teneriffa, er kann auch nicht zurückkommen, das geht nicht. Ja, das Problem ist natürlich, es konnte keiner voraussehen, dass das jetzt passiert. Denn wir waren ja auf einem guten Weg. Und wir hatten ja eigentlich die Grundlagen dafür gelegt, dass die Klinik weiter bestehen kann. Der Landkreis hatte sich darum bemüht und hat Lösungen gefunden. Und gerade in dem Moment, als diese Lösungen gefunden werden, kommt dieser Handstreich. Ich kann es nicht anders sagen, es sind politische Amokläufer, die heute unterwegs sind. Gerade weil die Lösung gefunden werden konnte, weil es eine wirtschaftlich tragfähige Lösung geben könnte, ist es taktisch. Für Herrn Geseller und für Herrn Knapp, ganz klar, wenn nicht jetzt die Klinik platt gemacht wird, dann habe ich ab bald, keine Ahnung wann, einen ernstzunehmenden Konkurrenten mit einem medizinischen Konzept. Und dann muss ich vorher die Klinik platt machen. Das ist das Kalkül der Herren, die dort Verantwortung tragen. Und das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen. Und dagegen müssen wir weiter kämpfen. Und das werden wir. Haben wir denn kein Recht, die Vorhalle des Krankenhauses zu machen? Nein, das wäre dann ein Hausdienstpunkt. Wir sind für die Klinik und nicht gegen irgendjemanden. Und wir wollen uns nicht eines Hausdienstpunkts schuldig machen. Deswegen habe ich uns entschieden, hier, wer im Anschluss dann noch jemand in der Klinik besuchen will, aber ernst gemeint. Ich kann gerne jemanden besuchen. Sagen möchte ich noch, Sie haben es wahrscheinlich auch gelesen, wir haben mittlerweile, ich habe jetzt gestern noch einige Unterschriftenlisten zum Erhalt der Klinik bekommen, wir haben über 14.000 Unterschriften erhalten, also wenn das so kein politisches Signal ist für den Erhalt dieser Klinik, was sind das dann für Politiker, die so etwas ignorieren und an so etwas vorbeigehen? Also, es ist unfassbar. Ja, liebe Freunde vom Förderverein, liebe Anwesende, zunächst herzlichen Dank, was der Förderverein hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Ist aller Ehren wert. Ganz vielen Dank, ihr habt doch ganz klasse gemacht. Von gestern Abend vor der Sitzung schon die Leute zu informieren, das ist wirklich super. Ja, ich denke, jetzt mal einen Applaus wert. Es wurde hier gerade die Frage gestellt nach dem Brandschutzkonzept. Ich kann so viel sagen. Ich weiß, es läuft ein Bauantrag zur Beseitigung der Mängel. Das ist schon einige Wochen her. Deswegen bin ich auch umso mehr überrascht, dass jetzt plötzlich gesagt wird, es ist gut, es muss alles sofort geschlossen werden. Also das ist nicht wirklich vorstellbar. Das ist ja mal eine klare Sache aus meiner Sicht. Wie gesagt, es ist toll, dass wir heute Morgen so stark zusammen sind. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das Ziel ist klar, wir wollen die Klinik erhalten. Was ich aber auch ganz dramatisch finde, muss ich sagen, ist der massive Vertrauensbruch zwischen der Stadt Kassel und dem Landkreis. Es geht um das Krankenhaus in Wolfhagen, aber es geht um noch viel mehr. Es gibt so viele Bereiche, wo zusammengearbeitet wird. Es geht um das Klinikum, um das Krankenhaus in Hofgeismar. Jegliche vertrauensvolle Zusammenarbeit wird doch kaputt gemacht, wird zerschlagen. Und das finde ich ganz fatal, wie man hier miteinander umgeht. Und das kann nicht die Zukunft sein. Von daher bleiben wir dran. Ich habe heute Nachmittag im Pressegespräch nicht, der Geschäftsführer der Gesundheit Nordwesten hier vom Klinikum auf dem Ofenberg, der Herr Bertelmann, hat sich angekündigt gestern. Mein Wohnzimmer hat angerufen, hätte ein dringendes Gespräch morgen und er kommt heute Mittag zu mir. Da weiß ich wahrscheinlich genaueres. Im Moment habe ich auch nur die Informationen aus dem Facebook oder aus dem Internet bekommen. Danke, dass ihr hier seid. Wir kämpfen weiter. Alles Gute. Das, was in den letzten Monaten hier vor Ort passiert, das ist erstmal was ein ganz, ganz großes Lob verdient, dass Sie so ganz spontan
hier heute Morgen erschienen sind, aber auch das, was der Förderkreis hier in Bewegung gebracht hat, verdient zuallererst erstmal ein ganz, ganz großes Lob, denn das ist eine Riesenunterstützung für uns, die politisch, ich glaube, an der richtigen Seite dieser Frage stehen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Bei dem, was jetzt hier gemacht wird, nicht mehr um die Frage, ob diese Klinik in der GNH bleibt oder nicht, sondern es geht bei dieser Situation gerade darum, ob hier ein Krankenhaus in Wolfhagen weiter existieren darf. Und unser kleines Pflänzchen war auf einem guten Weg. Es ist immer noch auf einem guten Weg, weil wir nicht wissen, was gestern beschlossen worden ist. Das wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass wir es spätestens nach der Versammlung um 10 erfahren. Wir werden für unseren Teil, auch obwohl jetzt ein ganz, ganz großer Stein uns vor die Füße geworfen wurde, weiter kämpfen für dieses Krankenhaus. Ganz, ganz viel Kraft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es denen geht, seitdem die das gestern erfahren haben und noch schlimmer, als es das erste Mal aus der Zeitung erfahren haben, wo dann plötzlich die Schließung wie so eine Keule über ihnen herübergeführt worden ist. Das ist jetzt das zweite Mal eine Situation in dieser Frage, die für mich unfassbar von der Art und Weise ist. Wir werden jetzt da weitermachen. Wir hoffen, dass das, was wir auch gerade noch hier zum Glück auch über den Förderkreis in Wiesbaden machen können, dass der Petitionsausschuss, das stand ja heute auch in der Zeitung, dass der Petitionsausschuss hier mit den örtlich Verantwortlichen, aber auch mit der GNH ins Gespräch kommen will, dass man schaut, wie man diese Sache lösen kann. Denn eins ist auch mal klar, das haben wir ja auch jetzt kommuniziert, Bund und Land. Und das spielt jetzt auch überhaupt keine Rolle, wer da an welchen Stellen in Verantwortung ist. Wir können doch nicht ernsthaft sagen, dass die Gesundheitsversorgung nur auf der kommunalen Ebene zwischen dem Kreis und der Stadt Kassel zu regeln ist. Das kann doch nicht der Ernst der Politik sein, dass Bund und Land, wie wir das bei der Klartext-Veranstaltung gehört haben, der Herr Spahn der Auffassung ist, dass die Sozialministerien in den Ländern zuständig ist, die wiederum sagen, dass die Krankenhausträger zuständig sind, den Ball hier völlig auf der kommunalen Ebene lassen wollen. Da haben wir doch gar keine Chance und das versteht von uns allen, inklusive meiner Person, hier vor Ort kein Mensch. In diesem Sinne, lassen Sie uns weiterkämpfen, bleiben Sie bitte dran. Man will ja auch mit solchen Dingen, die jetzt passiert sind, ein Stück weit den Protest, den Widerstand vielleicht auch brechen. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb bitte bleiben Sie am Ball. Wir bleiben es auch. Okay. Glück auf. Ich hoffe, dass wir noch eine Lösung finden, trotz all der Steine, die wir uns mit den Füßen schmeißen. Dankeschön. Danke. Stellen Sie sich mal vor, was das kostet, die jedes Mal nach Kassel zu karren. Es ist kein Platz in Kassel. Sie sitzen stundenlang in der Notaufnahme, sie finden die Leute nicht. Die haben keine Ansprechpartner. Was soll der Quatsch? Stellen Sie sich mal vor, was das alles kostet. Da denkt man ja auch dran. Ja, alles so teuer. Ja. Aber wenn man es dann machen will, es wurde doch bis zum Schluss hier auch saniert. Nicht nur renoviert oder mal irgendwas gestrichen, sondern es wurde ja regelmäßig was gemacht. Es ist doch alles funktionierend. Ja, genau. Und das ist was, was die Leute nicht verstehen. Wir auch nicht. Ne? Wir das auch nicht. Ist auch nicht halt, nee, das ist nicht nachvollziehbar. Ist nicht also mit Vernunft und Sacherwägung hat das überhaupt nichts zu tun. Nein. Also gar das nicht. Wollte ich mal los. Ja, danke schön. Ja, also das, womit wir uns heute beschäftigen, Klinikums in Kassel anwenden würde, müsste man dort sofort evakuieren. Ja. Also, es ist deutlich, dass es darum geht, dieses Krankenhaus hier in Wolfhagen mit der Macht der GNH zu schließen. Das ist das Gutachten anfechtbar. Richtig. Das Gutachten nicht, aber die Interpretation sicher. Ja, meine ich. Ja. Aber da werden wir gleich noch zu kommen, denke ich. Ja, aber man hat natürlich das Problem, dass dieser
dieser Weg, die Klinik erstmal weitestgehend platt zu machen, eine Tatsachenschaffung ist. Und damit könnte ein potenzieller Investor, der, wo die Gespräche aber wirklich weit mit ihm sind, auch wieder einen Rückzieher machen, wenn es dann heißt, diese Klinik muss geschlossen werden, weil Brandschutz. Die sind ja sogar hingegangen und haben bewusst Asbestproben gesucht und haben sie nicht gefunden. Auch das muss man wissen. Also die ganze Geschichte ist ein abgekartetes Spiel. Man will diese Klinik hier nicht mehr finanzieren müssen. Man will sie aber auch nicht als Konkurrenten haben, weil man fürchtet sie, weil diese Klinik wesentlich besser ist und wesentlich effizienter ist. Das muss man sich vor Augen halten. In dieser Klinik werden 55 Menschen pro Bett im Jahr wirklich optimal versorgt. In Kassel oder Aarhus sind es 44 pro Bett. Das heißt, die Effizienz dieser Klinik ist unbestritten. Aber weil wir ja auch als Förderverein politisch neutral sein wollen, haben wir jetzt gedacht, nach dem SPD-Landtagsabgeordneten haben natürlich auch die CDU als Kreistagsmitglied ist anwesend, das Recht, etwas zu sagen. Oder Frau Schott von der Fraktion der Linken, weil wir wollen wirklich ausgewogen sein und wir wollen jedem die Möglichkeit geben, hier auch zu reden. Auch Bürgermeister Raue hat sich eben schon gemeldet, hat gesagt, ich möchte was sagen, da stehst du schon. Also hier darf jeder, auch jeder Besucher, ein Statement abgeben. Unbedingt. Mal ein ganz kurzes Statement. Ich finde nicht, dass es richtig ist, jetzt hier Parteipolitik zu machen. Genau. Also wir müssen eine breite Front machen. Unbedingt. Deshalb werde ich auch darauf verzichten, hier noch irgendwelche Parteipolitik zu machen. Es geht auch, glaube ich, nicht um Parteipolitik, nee, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir alle die Argumente auch beisammen haben. In diesem Land gibt es Regelungen. Und zu den Regelungen gehört auch, dass man eigentlich immer weiß, wer den Hut auf hat. Und dazu gehört der Brandschutz. Und der hat am Ende die Aussage zu treffen, dieses Gebäude darf zurzeit betrieben werden oder nicht. Und kein Brandschützer hat gesagt, dieses Gebäude darf nicht betrieben werden. Das, was hier stattfindet, ist eine Stimmungmache, die den Menschen Angst machen soll, die den Patientinnen und Patienten Angst machen soll, die dem Personal Angst machen soll, aber auch den Aufsichtsratsmitgliedern. Es geht doch darum, hier zu gucken, eine Stimmung zu schaffen, das Ding jetzt zuzumachen. Und diese Stimmung ist ob der objektiven Situation vollkommen unangemessen. Denn wenn diese Stimmung angemessen wäre, das heißt, wenn hier tatsächlich akut eine Gefahr bestehen würde für Leib und Leben der Menschen, die dieses Haus betreten, dann müsste man es natürlich zumachen. Aber davon sind wir doch weit entfernt. Weil dann wäre doch der Brandschützer der Erste, der da vorne stehen würde und würde die Tür zuschließen. Der ist aber nicht da. Und kein anderer hat das Recht, das zu tun. Und das sollte sich auch kein anderer nehmen, dieses Recht. Und solange gibt niemand, der das objektiv beurteilen kann, sagt, das geht hier nicht mehr. Solange, glaube ich, bleiben wir hier stehen, um zu sagen, wir kämpfen für unsere Klinik und wir lassen uns nicht hinters Licht führen. Thomas Raue, Bürgermeister von Habichtswald. Genau, in der Eigenschaft stehe ich jetzt mal hier, um die Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Denn das ist nicht eine Klinik in Wolfhagen, sondern das ist eine Klinik im Wolfhager Land. Und dazu gehören wir auch als Habichtswalder. Und da gehört es zur Solidarität, dass wir zusammenstehen in so einer schweren Stunde. Das war ein Zusammenschnitt von der heutigen Mahnwache vor der Kreisklinik in Wolfhagen. Ich bedanke mich für euren Aufruf.